Ich komme ja aus Rodenbach, das ist 2 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Mein Vater hatte damals Landwirtschaft. Ich durfte, wenn man jetzt noch weiter zurückgeht, leider damals kein Fußball spielen, sondern ich habe in der Leichtathletik angefangen, aus dem einfachen Grund, weil da konnte man sich nicht so einfach die Beine brechen. Und seit 1975 bin ich zu den Amateuren des 1. FC Kaiserslautern gekommen. Habe ich 3/4 Jahr gespielt und im ersten Jahr, als ich bei den Amateuren gespielt habe, habe ich gleich 7 Länderspiele gemacht. 7 Länderspiele, sage ich schon. 7 Bundesligaspiele, weil sich damals Klaus Toppmüller bei einem Autounfall schwer verletzt hatte. Und ja, so bin ich im Prinzip in die Mannschaft gerutscht. War dann bis 1984 beim 1. FC Kaiserslautern. Habe für diesen Verein 53 Länderspiele gemacht. Und bin heute noch dankbar, dass ich bei diesem Verein meine Karriere beginnen konnte. Was ich auch den Fans zu verdanken habe. Also mein größter FCK-Moment war sicherlich das Spiel 1. FC Kaiserslautern Real Madrid, als wir in der Halbzeit 3-0 führten. Damals gingen 35.000 Zuschauer in dieses Stadion. Und ab der 30. Minute haben 35.000 Zuschauer gestanden. Das heißt, es gab keine Sitzplätze mehr. Und das 70 Minuten lang gefeiert. Und das war für mich der größte Augenblick, habe ich gesehen, was FCK-Fans bzw. auch Mitglieder im Stadion leisten können und wie diese Mannschaft pushen können. Und das zeichnet bis heute den 1. FC Kaiserslautern aus, dass er immer auf diese Fans und auf die Mitglieder zählen kann. Also, ich bin Mitglied geworden aus einem einfachen Grund, weil ich seit meinem 8. Lebensjahr FCKler bin. Seit dem 8. Lebensjahr immer oder sehr oft ins Stadion gegangen bin und immer FCK-Fan war. Dass ich dann noch spielen durfte, war umso schöner. Aber ich denke, jeder FCK-Fan, ob Pfälzer, Saarländer, Badenser, Rheinland-Pfälzer, sollte Mitglied werden, um den Verein zu unterstützen. Das ist, denke ich, mir auch ein großes Anliegen.